Weiter und liebe Freunde von Offer Hunters, Offer Shooters, wir sind wieder zu Gast bei Gerd Möhrmann, bei Waffenmöhrmann in der Waffenkammer in Wittenberg. Und heute möchten wir, bevor die Bockjagd beginnt, nochmal ein Thema aufgreifen, was natürlich auch sehr wichtig ist, und das betrifft die Waffenpflege. Und dazu haben wir von Liqui Moly zwei Produkte. Einmal hier das Waffenöl, Gun Oil nennt sich das, und wir haben das Waffenpflegespray. Und Gerd wird euch jetzt mal kurz zu diesen Produkten die Anwendung erklären. Gerd, leg mal los. Guten Tag erstmal. Hi Batze. Hi. So, hier habe ich zum Beispiel meinen etwas älteren Schinken ausgekramt, einen wunderschönen 98er. Mhm. Extra auch, weil wir hier einen Holzschaft haben. Wir haben viele Metallteile. Und das sind eigentlich so die Waffen, die immer noch gut auf dem Markt sind. Wir machen jetzt mal das Glas runter. Ja, das kannst du mal wegnehmen. Ja. So, hier nehmen wir das Schloss alle raus. Und hier sehen wir schon, hier haben wir beim Schloss haben wir auch ein Metallteil, was an einem anderen Metallteil reibt. Ja. Das heißt, das muss immer gereinigt und gefettet werden. Hier haben wir zum Beispiel für mal selber relativ trocken. Ja. So, dann haben wir hier zwei Öle. Hier haben wir zum Beispiel das Waffenpflegespray, was konserviert, schmiert und schützt. Und hier haben wir dieses Waffenöl. Konserviert, schmiert und schützt tut es auch, aber es ist ein Öl, ja, was ich an beweglichen Teile reinpacke. Das heißt zum Beispiel an diesem Schlösschen, weil bewegt sich ja auch. Wir haben verschiedene Teile, was bearbeitet werden muss, wo der Schmierfilm nicht abreißen darf. Mhm. Das heißt, hier muss ich einen Schmierfilm haben, weil ich habe den Regen, ich habe schlechtes Wetter und ich repetiere noch. Temperaturunterschiede. Temperaturunterschiede. Ja. Das heißt, hier muss es definitiv immer einen Schmierfilm geben, der dann auch die Beweglichkeit wiedergibt. Ja. So, das ist relativ einfach. Ich habe hier ein handelsübliches Kleenex. Ja. So. Ich habe das schon mal aufgemacht. Das ist ganz lieb von dir. Ja. So, hier gehe ich dann einmal drüber. Ihr seht, es ist sehr zähflüssig. Ja. Was auch so sein darf. Mhm. So, und damit reibe ich dann mein Schlösschen ein. Mhm. Und wir merken, es ist wie gesagt so ein Schmierfilm, der hier drüber geht. Fühl mal drüber. Ja. Ich habe einen sauberen Schmierfilm. Also das heißt, du benetzt im Grunde noch einmal die komplette Oberfläche. Genau, die komplette Oberfläche. Ja. Es reinigt auch. Ja. Oh. Das ist der angenehme, Es reinigt auch die ganze Sache. Was drauf machen? Ja, das reicht aber jetzt. Weil sonst haben wir ja den negativen Effekt. Ich kann sie nicht mehr anfassen, weil sie so glitschig ist. Okay, gut. So. Ja. So, dann haben wir einmal das Spray. Ja. Hier haben wir noch ein Spray. Das ist ein Waffenpflegespray. Mhm. Das kann ich nach jedem Jagdgang nehmen, um die Waffe einmal nach dem Trocknen, ja, ich sag mal, wieder einen alten Glanz zu geben. Mhm. Das heißt, da habe ich jetzt auch hier ein Kleenex. Halt mal fest, bitte. Jawohl. So, hier sprühe ich einmal drüber. Ihr seht, es ist eine ganz andere Konsistenz. Es ist flüssiger. Mhm. Du musst auch nicht überall riechen. Das riecht wie im Museum. Schön, ne? Echt wirklich. Ja. Es ist ja auch eine alte Waffe, da darf es auch so riechen. In meinem alten Heimatmuseum in Görn roch das auch immer so. So, ihr seht, sobald ich das jetzt hier einmal drüber habe, benetzt es auch den Lauf. Ja. Und es reinigt auch den Lauf. Ja. So, der andere Vorteil ist zum Beispiel, wenn ich jetzt kein Waffenöl habe für den Schaft. Hm. Ich gehe einmal über den Schaft, auch hier unten über die Teile. Ja. Und kriege auch wieder hier einen wunderschönen Glanz hin. So, das heißt, die Waffe, die wir vorhin... Also, ich muss mal kurz zwischenfragen. Immer auf Kleenex drauf machen und nicht direkt auftragen, oder? Also ihr könnt auch einen alten Lappen, ein altes T-Shirt... Aber jetzt nicht direkt irgendwie auf die Waffe selber drauf. Kann man auch, aber ich habe es hier nicht gemacht wegen dem Boden. Dann haben wir nachher einen Glitsch im Boden und so viel brauchen wir ja nicht davon. Mhm. Ich habe jetzt hier aus dem 98er, der gar nicht so schön aussah, habe ich jetzt wieder eine schöne Waffe hingekriegt. Ja. So, und dadurch, dass ich jetzt hier auch diese Benetzung habe... Habe ich jetzt auch wieder, du hörst selber, deutlich, einen ganz anderen Schlossgang. Ist aber weich. Also jetzt habe ich schon fast wieder eine Waffe, die man auch wieder verkaufen kann. Ja. Oder benutzen. Oder benutzen kann. Oder benutzen, ja. Okay, gut. Also wie gesagt, die beiden Produkte würde ich schon empfehlen, die sollten, ja, ich sag mal, in jedem Waffenschrank gehören. Ja, und jetzt haben wir hier noch Waffenfett, das ist uns auch zweimal zugeschickt worden, das haben wir jetzt noch nicht aufgemacht. Wo benutze ich denn jetzt das Waffenfett? Das Waffenfett zum Beispiel kann ich für Teile nehmen, wie einen Schlitten von der Kurzwaffe zum Beispiel.
dass ich, sagen wir mal, bei meiner Kurzwaffe rechts und links ein bisschen draufpacke, ja, dass der Schmierfilm auch da ist, dass ich eine Fettung habe, ja, dass es da auch reibungslos läuft. Okay, und diese Produkte beziehen sich jetzt mehr oder weniger allerdings wirklich, was die Pflege betrifft, wirklich nur auf die Waffe. Da bleibt das Glas oder mögliche Wärmebildtechnik komplett aus dem Für Ort. Das Glas und Wärmebildtechnik brauche ich ganz andere Sachen. Okay, gut, das heißt, wenn ihr die Waffe pflegt mit diesen Produkten, die wir euch jetzt hier gerade vorgestellt haben, sollte man auf alle Fälle die Waffe immer, was das Zielfernrohr oder die... Einmal trennen voneinander. Auf jeden Fall. Okay. Weil ich sag mal, Schmierfilm auf der Linse kriege ich ganz schlecht weg. Ja, okay, gut. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Tipp von Gerd gefallen und wer mehr wissen will, der guckt einfach nochmal bei Eufer Hunters, Eufer Shooters nach. Wir haben ja zu den Produkten auch schon den einen oder anderen Artikel veröffentlicht und wer da mehr wissen will, der macht sich da einfach schlau. In diesem Sinne, Waldmannsheil, Matze und Gerd.